Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Ständige Impfkommission hat gestern empfohlen, alle mit AstraZeneca begonnenen Impfserien mit einem mRNA-Impfstoff, also einem Impfstoff von BioNTech oder Moderna, abzuschließen als Zweitimpfung. Grund dafür sind aktuelle Studiendaten, die zeigen, dass ein sogenanntes heterologes Impfschema oder eine Kreuzimpfung, wie man es auch nennt, also zuerst AstraZeneca, dann zum Beispiel BioNTech oder eben Moderna, besser noch vor Corona schützt, als die schon zweifache Impfung mit AstraZeneca schützt. So eine Empfehlung gestern am Nachmittag kann natürlich leicht viele, die gerade sich impfen lassen wollen, aber auch die Ärztinnen und Ärzte, die impfen, im ersten Moment verunsichern. Deswegen war es mir sehr, sehr wichtig, dass wir heute Morgen direkt mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern, den Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsministern, zu einer gemeinsamen Schlussfolgerung auch aus dieser Empfehlung kommen, dass wir gemeinsam beraten und gemeinsam das weitere Vorgehen abstimmen. Und das ist uns gut gelungen. Wir waren prinzipiell einig. Es gibt zwei positive Botschaften dabei. Zum einen haben wir genug mRNA-Impfstoff, um diese Empfehlung auch umsetzen zu können. Es wird nicht überall in jedem Impfzentrum gleich heute schon im Laufe des Tages oder auch morgen schon gehen, aber es wird doch jetzt sehr zügig gehen können, diese Empfehlung auch umzusetzen, weil ausreichend mRNA-Impfstoff da ist. Und zweitens macht diese Empfehlung, auch mit zwei, drei Aspekten, die ich gerne erwähnen will, zweitens macht diese Empfehlung den Impfstoff von AstraZeneca attraktiver. Denn wir haben viele Dosen von AstraZeneca, die gerade jetzt in diesen Tagen uns geliefert werden und die weitergegeben werden an die Länder vorrätig, um viele Impfwillige nun kurzfristig auch mit einer ersten Impfung AstraZeneca impfen zu können. Alleine in den nächsten Tagen gehen 2,4 Millionen Impfdosen von AstraZeneca an die Länder, an die Impfzentren, um dort verimpft zu werden. Auch in den Arztpraxen sind ausreichend AstraZeneca-Impfdosen, Impfungen vorrätig, um jetzt auch zügig weitere Erstimpfungen vornehmen zu können. Zweitens besteht die Möglichkeit, sich bereits nach 4 Wochen, denn das ist auch neu an der Empfehlung der Ständigen Impfkommission, nach 4 Wochen dann die Zweitimpfung und damit den vollen Impfschutz geben zu lassen. Denn die Daten zeigen, dass bei einem solchen Impfschema AstraZeneca kombiniert in der Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff bereits nach 4 Wochen eine sehr, sehr gute Wirkung erzielt werden kann. Und das heißt gerade auch für diejenigen, die für sich, etwa fürs Reisen, für den Urlaub, aber auch für den Alltag zusätzliche Sicherheit, unbedingt notwendige Sicherheit durch die Impfung und vor allem mit Blick auf Delta durch den vollen Impfschutz bekommen wollen, dass das mit diesem Impfschema sehr, sehr gut nach 4 Wochen schon möglich ist. Und ein drittes wichtiges Argument, und der Professor Mertens von der STIKO war auch gerade zugeschaltet bei der Konferenz der Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister und hat das noch mal sehr deutlich gemacht. Die Kombination von AstraZeneca und BioNTech schützt mindestens so gut, wie BioNTech als Kombination schützt, in manchen Fällen sogar noch besser. Das heißt also, wir haben in der Kombination AstraZeneca und ein mRNA-Impfstoff, BioNTech, Moderna, eine zusätzliche Kombination, ein zusätzliches Impfschema, das einen sehr, sehr hohen Impfschutz mit sich bringt. Jeder der in Deutschland zugelassenen Impfstoffe ist sicher, ist wirksam, hilft gegen Covid-19 und vor allem auch gegen die Verläufe, die wir vermeiden wollen. Aber dieses Impfschema, diese Kombination von AstraZeneca und mRNA-Impfstoff ist besonders wirksam und auch das ist ja ein gutes Argument für diese Kombination. Es ist im Übrigen deswegen wichtig, ich will es noch einmal sagen, weil wir bei der Delta-Variante sehen, doppelt geimpft schützt vor Delta, aber eben auch nur doppelt geimpft schützt gut vor Delta, außer bei Johnson & Johnson, da reicht weiterhin eine Dosis. Aber die Zweitimpfung ist sehr, sehr wichtig. Und sie ist insbesondere auch in dieser Kombination AstraZeneca und mRNA-Impfstoff sehr wichtig. Ich will eins noch sagen, weil ich das auch selbst schon im eigenen Bekanntenkreis die Rückmeldung bekomme und Verwandtenkreis. Es gibt etwa 2,5 Millionen Menschen in Deutschland, die sind jetzt zweifach mit AstraZeneca geimpft, mit einer zweifachen AstraZeneca-Impfung geschützt. Und natürlich ist auch diese Impfung gut. Das finde ich sehr wichtig jetzt auch zur Einordnung. Die Kombination AstraZeneca-BioNTech ist noch besser
in der Schutzwirkung, aber auch die Wirkung AstraZeneca. AstraZeneca ist eine gute. Das ist sehr, sehr wichtig. Sie schützt eben auch und unbedingt sowohl vor Infektionen als vor allem auch vor einer Covid-19-Erkrankung und ganz besonders gut gegen schwere und schwerste Verläufe. Und deswegen sind auch diejenigen, die sich bereits so haben impfen lassen, weiterhin gut geschützt. Das alles zeigt, unsere Impfkampagne kann mit guter Geschwindigkeit auch im Juli jetzt weitergehen in den nächsten Tagen und Wochen.